Wir haben seit dem Aue-Spiel richtig viel trainiert, richtig hart trainiert. Das war aber auch notwendig, weil das Spiel, so ehrlich müssen wir sein, richtig schlecht war. Und die Länderspielpause hat nicht so viel Spaß gemacht, so ehrlich muss ich sein. Aber das sollte sie auch nicht, weil jetzt mit den Fans im Rücken können wir zu Hause jeden schlagen. Ich denke, das haben wir gegen Schalke gesehen, das haben wir aber auch schon gegen Dresden und Darmstadt gesehen, wo sie uns in der Schlussphase wirklich mit richtig Power und Energie von den Rängen geholfen haben, die Spiele dann auch auf unsere Seite zu ziehen. Und ich denke, wenn wir jetzt wieder so eine Stimmung kreieren können, dann hilft uns das als Mannschaft einfach enorm, hier ein gutes Spiel abzuliefern. Und dafür guckt man Fußball, dafür spielt man Fußball. Und zum anderen würde ich als Fan natürlich auch kommen, um eine Reaktion von uns sehen zu wollen auf das schlechte Spiel gegen Aue.